Wenn sogenannte Spaziergänge von einer Corona-Diktatur schwurbeln, dann steckt darin nicht nur Verachtung für staatliche Institutionen, sondern das beleidigt uns doch eigentlich alle. Denn wir alle sind diese Demokratie. Wir alle ringen täglich darum, das Richtige zu tun in dieser zermürbenden Pandemie. Und das ist nicht immer einfach. Ich weiß wohl, die große, oft stille Mehrheit in unserem Land, die handelt seit Monaten solidarisch und verantwortungsvoll. Nur ich fürchte, diese Mehrheit darf nicht still bleiben, wenn Extremisten die Axt ans demokratische Urvertrauen legen. Schon jetzt gibt es Regionen in Deutschland, wo Menschen, die sich offen für die Demokratie engagieren, sich manchmal fragen, ob die Mehrheit hinter ihnen steht.